Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Meine Frau hat mir die Weihnachtsmütze gegeben. Habe gedacht, passt auch gut jetzt beim Verpacken-Video. Sonst habe ich sie ja immer nur oft bei Weihnachtsgrüßen. Boah, ist aber auch warm da drunter, ey. So. Wir müssen weiter Geschenke einpacken. So, müssen wir mal gucken. Wir haben für die kleine Tochter eingepackt. Eins für die Frau, eins eingepackt. Eins für mich, Frau und kleine Tochter. Also, pst, Frau weiß noch nichts. Das werde ich auch wahrscheinlich erst... Och, so scheiße. Warum fällt immer die ganze Kacke runter hier, ey? Kann die nicht einfach mal oben drauf liegen bleiben? So. Ach so, jetzt habe ich... Oh, Schatzi, kannst du mal aus dem Flur das Tetris-Puzzle holen? Muss mal gucken, wie wir das hier am besten verpacken können. Ich zeige euch natürlich gleich wieder, was alles hier reinkommt. Ich habe es ja schon mal gezeigt, aber halt... Ich zeige es immer vorm Einpacken halt immer noch mal. So. Müsste jetzt alles sein. So, für die große Tochter einmal so ein Bastelset, da kann sie so eine ausmalen und eine Rakete basteln. Dann einfach noch mit Glitzerstaub und sowas alles, weil die ja eine bastelt. So, das ist alles die Mini-Tochter. Dann einmal Bettzeug, Wendebettzeug. So. Dann die Eulen. Oh, da muss ich den Preis noch abmachen. Wenn es vom Weihnachtsmann kommt, ist ja kein Preis dran. Der Weihnachtsmann kauft das ja nicht. Der lässt das ja die Wichtel herstellen. Das ist auch so eine Grundsatzdiskussion bei mir und meiner Frau. Weil meine Frau ist ja katholisch, also aus Polen. Und ja, bei so einer polnischen Ostblock-Schönheit, wie ich es immer nenne, da wird das anders gefeiert. Da kommt dann das Christkind. Und ich bin eigentlich der Meinung, hier bei uns kommt der Weihnachtsmann. Also das Kind auch Weihnachtsmann, weil sonst in der Schule was anderes ist oder ein Kindergarten. Schwiegermutter sagt auch, Christkind ist viel schöner und braucht man nicht so Angst haben wie vor dem dicken Kerl in Rot. Und ja, zwei Frauen überwiegen, also wird wahrscheinlich bei uns ein Christkind kommen. Vielleicht auch Christkind und Weihnachtsmann. Mal gucken. Weil ein bisschen was habe ich auch noch zu sagen. Du brauchst ja nicht so lachen. So, und einmal hier so die Eulen. Ich weiß gar nicht, wie ich die verpacken soll. Ich hab ja hier so ein großes Klebeband. So, dann machen wir für die kleine Tochter, machen wir das nämlich gleich. Achso, das kann ich euch auch mal zeigen. Für die Mini-Tochter ist erste Wörter. Das ist ab 24 Monate. Es kommt noch mal Weihnachten bis dahin bestimmt, aber ich habe gedacht, Mensch, ja, mein Bildwörterbuch, Mensch, habe ich gedacht, ne, was man hat, hat man, was man kriegt, weiß man nicht. Und dann hier noch so Handgrabbing Snail, das ist hier irgendwie so eine Art Schnecke mit so einem roten Ding. Muss ich auch mal den Preis abmachen. Sieht nicht aus. Amica GmbH aus Augsburg. Masterkidstoys.com. Also die sind das Masterkidstoys. Das ist halt so echtes Holz und so. Und da können sie sabbern dran, wie sie wollen. Und das ist nicht schädlich. Also ganz normal halt. Da sind halt keine Pestizide drin. Und dann haben wir immer noch so eine Biene. So, und dann habe ich noch geholt... So ein Tetris-Ding, das hatte ich ja auch schon mal in einem Video gezeigt, glaube ich. So ein Tetris-Teil. Da kann man alles basteln, wie man will. Also kann rausschmeißen, wieder neu. Hinten sind auch Vorlagen für Baum und Mensch und Palme und eine Pistole ist mit bei, was jetzt halt nicht so toll ist. Aber ja, kann man ja drüber machen mit Edding. Muss die Kleine ja nie wissen.
Ja. Und da kann man auch mal ein Spiel draus machen. Jeder packt einen Stein unten hin und dann muss der nächste halt immer so gut anbauen, dass man halt oben geschlossen aufhört. Na, mal gucken. So, dann packen wir das jetzt erstmal für die kleine Tochter weg und fangen an, für die große einzupacken. Wo packen wir das jetzt am besten hin? Ich habe keinen Platz mehr hier. Scheiße, nimmt alle zu viel Platz weg. Soll ich das jetzt alle einzeln einpacken oder zwei Sachen zusammen? Lieber einzeln, hat sie mehr auszupacken, wa? Wenn du das sagst, mein Engel, schon. Dann machen wir das so. Ach so, ja, und dann für die kleine Tochter halt nicht nur Bettzeug und auch ein Controller. Für die große Tochter. Ein Controller für PlayStation. Ich habe ja für die Leitbar habe ich noch Aufkleber mit ihrem Namen und Aufkleber mit meinem Namen und so. Hatte ich ja damals schon alle gekauft. Da kriegt sie den halt ihren ran, dann kann sie mit ihrer besten Freundin da zusammen online spielen. So, dann nehmen wir am besten eine goldene, dann wird das nämlich hier gleich los. Oder warte mal, nee, das ist ja schön groß. Da könnte ich ja eigentlich. Wenn ich das dann so drüber schlage, könnte es klappen. Scheiße, das ist viereckig, dass das denn nicht so passt. Wenn ich das jetzt. Nee, dann machen wir das nicht. Dann machen wir das nicht. Dann nehmen wir doch den Controller. Der ist ein Stück kleiner. Also der neue DualShock-Controller von Sony. Also mit hier oben in der die Lightbar hier oben auch noch drin. Ich habe mich geärgert. Ich habe den gekauft für. €54 oder so. 54, €59. Und kurz danach, ich hätte mal bis zum Cyber Monday warten sollen. Kurz danach war der Cyber Monday, da hatten sie den für 34. Da habe ich ihn ja für mich gekauft. Mit PlayStation Plus. Ja, aber. Nächstes Mal hole ich denn, wenn ich nochmal Controller brauche, weil mein Ena ja auch wieder, ich habe ja jetzt dreie, Tochter hat dann zwei. Vielleicht macht er bis dahin noch Ena einen Arsch hoch. Dann, wenn ich nächstes Mal warte, ich dann bis zum Cyber Monday ab und hole mir die Dinger zum Cyber Monday. Ja, das sieht ganz gut aus. Oder? Schatzi? Da kann man vielleicht sogar noch mal teilen. Das muss ja gar nicht so groß sein. Dann könnte man noch was Kleines damit einpacken. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich schneide das mal hier noch mal so durch. Weil da könnte man vielleicht eventuell noch was Kleines mit einpacken. Man muss ja auch heutzutage an Sparen denken. Man kann ja nicht so verschwenderisch mit unseren Ressourcen umgehen. Nicht wahr, Schatz? Meine Frau weiß, dass mir das eigentlich am Arsch vorbeigeht. Hauptsache ist billig. Auch Atomkraft und so eine Scheiße, was viele sagen, oh, macht die Umwelt kaputt. Ist mir scheißegal. Ist billiger Strom. In allen europäischen Ländern ist der Strom billiger als bei uns. Und Deutschland, guckt mal nach, da gibt es eine Tabelle, von welchem Land wie viel Giftstoffe ausgehen. Von uns gehen 2% aus. Und wir müssen aber für die ganze Welt das sparen. Ach scheiße, jetzt habe ich das verkehrt rum gemacht. Na egal, beim Auspacken fällt das nicht auf. So. Achso, ich muss mal nach unten richten, damit ihr auch seht, was ich mache. So. Also, es sieht schon mal besser aus als die Geschenke eben, die ich für Frau und die kleine Tochter gemacht habe. Es kommt schon mal besser. Ich kriege Übung mit. Scheiße ist das. Das ist Kacke. Ich mag nicht einpacken. Ah, einpacken ist immer doof.
nur so viel kaputt hin und reißen und ach. Und das sieht bei mir nicht so schön aus wie bei dir. Wenn du einpackst, dann sieht das immer viel, viel schöner aus. Oh, ich muss die Mütze doch absetzen, ich schwitze mir da drunter einen Wolf. Und ich sage, jedes Mal auf Neue brauche ich so ein neues Klebeband und vergesse es jedes Mal wieder aufs Neue. Aber diesmal, Hase, wenn wir sowas sehen, so eine Rolle, ich brauche was. Eine, die stabiler ist. Das Ding ist scheiße. Hast du eigentlich noch Klebeband oben, Hase? Ja. Das ist gut, ich kann wahrscheinlich noch welche sie brauchen. Ich habe zwei. Wenn ich jetzt hier anfange, rum, gut. Zwei Sixpacks? Mhm. Was? Immer wenn ich bei Geiz bin oder so, dann kaufe ich mir welche. Auch mit so einer Rolle? Nee. Ah. Also so eine Rolle habe ich auch, aber da ist mein Teaser drin. Ja, da muss ich mal Amazon gucken, ob ich da noch was finde. Was nehme ich denn jetzt für ein Band dafür? Ich schreibe erstmal einen Namen drauf. Siehst du, da hat die kleine Tochter den gleichen Anfangsbuchstaben wie die große Tochter. Mhm. Ich nehme nochmal lila, glaube ich. Das sieht schön aus. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und Klimbim soll ja ohne oben dran sein, also nochmal zweimal extra. Was hast denn du da? Was hast denn du da? Ja, so geht der Knoten nicht auf. Ich doch mal die kleinere Schere, in der Hoffnung, dass ich das nicht schon wieder durchschneide. Die falsche Seite genommen. Nein, das war die Matte. So. Jetzt haben wir hier noch einmal sowas abgeschnitten. Da können wir noch was Kleines reinmachen. Da nehmen wir. Die Bücher mache ich in eins drin, wa? Nein, mach die auch einzeln. Also, wisst ihr, was ich da. Aber so könnte das schön passen. Ja, also mach mal ein anderes Geschenkpapier rein. Ja, ich will das erstmal aufbrauchen. Deswegen suche ich ja gerade was. Ne, dann machen wir hier eins davon rein. So.
habe auch nicht mehr so viel Weihnachts. Die anderen sehen alle nicht gerade weihnachtlich aus. Also das Geschenkband, Papier. Ich habe ja auch das Neue, aber ich wollte erstmal, bevor ich das Neue anfange, hiervon was aufbrauchen. Guck mal, was ich da alles habe. Das hat sich ein bisschen zusammengesammelt, weil wir immer wieder was Neues gekauft haben. Ja, wenn es im Angebot ist, greifen wir zu, ja klar. Ist ja sonst auch zu teuer. Nein, brauche ich ja gerade Angst, dass ich den Namen zeige, dass ich sage, oh, guck mal, und dann seht ihr den Namen. Nein, ich habe ihn vorhin noch schon mal verraten, hab's aber korrigiert. Das ist ja in einem anderen Video auch schon verraten. Ich weiß. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Scheiße, viel zu kurz. Was denn? Wie machst denn du das sonst? Ja, ich halte den Finger auch drauf, aber das verschiebt sich ja. Heute Abend streame ich wieder Darksiders, Hasi. So. Nochmal wieder eins. Hoppala. So. Jetzt habe ich hier noch was Kleines übrig. Kriegen wir da ein Buch rein? Nein, na dann schmeißen wir raus.
Das ist noch zu. Welches soll ich nehmen? Das hier? Ja, das ist schön, oder? Ich habe jetzt noch angefangen, einmal noch das. Das können wir auch noch mal nehmen. Dafür haben wir Steins hier reingepackt. Dann so was Buntes. Das ist eher für Geburtstag, oder? Ja, würde ich jetzt aber auch sagen. Dann haben wir hier noch so ein verpacktes mit Schloss und Eulen. Das lassen wir auch noch weg. Und dann haben wir hier noch, das sieht Merry Christmas. Das haben wir noch für Weihnachten. Das lassen wir für Geburtstag. Dann habe ich noch das mit den Blumen, so für Geburtstag. Ah, hier habe ich auch noch so ein Weihnachtsding. Und das ist dann auch eher für Geburtstag, wa? Ja, das ist schon angefangen. Da ist nicht mehr so viel drauf. Ja, das könnten Schneebälle sein. Ja. Ja, dann nehmen wir das als nächstes. So. Nehmen wir das als nächstes. Meine Frau möchte ja, dass die Bücher hier einzeln verpackt werden. Das ist schön. Oh, das ist schön dick hier. Ach so, siehst du schon, das alle. Das sieht auch. Nee, das ist nur grün auf einer Seite. Aber das ist halt schön dick. Da könnte ich vielleicht der große hier rankriegen? Nee. Nee, das kommt. Warte mal, wenn ich das. Nee, passt nicht. Siehst du, da bleibt so ein Stück über. Nee, wenn du das. Mach das mal auf und ich lege es mal anders an. Genau. Guck mal so. Ja, so könnte es passen. Und an den Seiten brauchst du nicht so viel. Ist das flach? Ja. Das ist eine gute Idee, Schatzi, siehst du? Gott sei Dank guckst du diesmal mit dazu. Nee, sonst warst du ja auch mal arbeiten zu der Zeit. Aber jetzt darfst du ja nicht mehr. Weil du am Gebieren bist. Na, noch nicht ganz, aber. Noch brütest du. Noch bist du ein stiller Brüter. So. Jetzt das nach außen machen. So. Das fixieren. Das weiß ich gar nicht mehr. Lidl, Kick. Nee, wir waren da auch noch bei Henwi. Haben da bei Henwi auch schon welche Idioten. Mhm. Vielleicht ist das von Henwi. Oder Groschenmarkt oder so. Nee. Das hab ich. Ich weiß noch, dass ich das gekauft habe wegen Geburtstag, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht wo. Die eine Seite ist mir gut gelungen, die andere Seite nicht so. Das ist jedes Mal die gleiche. Die eine Seite wird gut, die andere Seite wird scheiße. Was nehme ich denn am besten für einen Bandhase?
Lila, Gold, Silber. Lila. Das hier. Also blau. Das ist lila. Lila. Oder? Ja, das ist richtig. Eins, zwei, drei, vier. Einmal, zweimal reicht. Die Seiten sind ja nicht so dick. So. Mache ich gleich, dann, wenn ich fertig bin. So, einmal. So. Ich habe auch die Aufkleber nicht mehr, also ich weiß nicht, wo ich meine Aufkleber gelassen habe. Das ist mein Name, also was wir hier hätten. Ich hab oben noch welche. Ja? Ja. Wie viel hast du denn? Ich habe noch zwei Seiten oder so. Na, das wäre ganz gut. Weil ich weiß nicht, ob das so hält von dem, was da jetzt haben. Das wäre gut, Hase, ja. Oh, scheiße. Ich habe auch so eine Namensanhänger, also so eine Geschenkanhänger. Habe ich auch noch hier so einen Stern von dir. Ja. Hase? Willst du die Bienen schon mitnehmen hier? Leg's bei dir aufs Bett. Wir machen dann hier unten die Namensschilder und kleben die Namensschilder oben bei dir dann drauf. Soll ich die nicht mit runterbringen? Ich bring die schon mit runter. Ja, ja, das, die können wir hier schon fertig machen. Ja. Oder, Hase? So, dann haben wir hier schon wieder eins. So, was nehmen wir denn als nächstes? Ich habe ja hier auch noch. Nehmen wir als nächstes das. Hier haben wir auch nicht mehr so viel, oder? Doch, ist noch ordentlich was. Dann mache ich da das Bettzeug drin, dann habe ich das nämlich auch weg. Könnte ich ja noch einmal rausholen. Wenn ich das jetzt hier, müssen wir mal kurz gucken, wenn ich das jetzt hier rüber schiebe. So. Ne, 9 Stücke. So. Na ne, lassen wir dann doch mal lieber so, würde ich sagen. Sonst schneide ich da zu viel dran rum und dann ist das auch doof. Und damit haben wir dann nämlich auch schon wieder eine Rolle leer gekriegt. Das ist auch die passende Ausrede für meine Frau, denn wenn das nämlich leer ist, ja, wir müssen schon wieder Paketklebeband holen. Oh, da ist die stundenlang in den Abteilungen. Welche Farbe und mit Glitzer, ohne Glitzer und welches Band dazu, dass es auch schön aussieht. Stundenlang ist meine Frau da drin. Obwohl, wartet mal. Wir können das durchschieben, wir brauchen ja gar nicht so viel. Reicht ja aus, so viel. So, dann können wir doch vielleicht hier nochmal was rausholen. Können wir vielleicht doch noch was eins damit einpacken. So.
Dankeschön, Hase. Ich will nicht so, wie ich wohl will. Mensch. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich wohl will. Kennst du das noch, Hase? Hase, kennst du das noch? Meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich wohl will. Das musst du kennen, du bist alt genug. Von dem Fischer, wo der Fisch ihm Wünsche erfüllt. Und dann will er was haben und dann... Und dann sagt die Frau aber, ey, warum hast du nicht das gewünscht? Scheiße, zu schräger machen. So. So sieht es auch schon halbwegs aus. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwann mal ein reicher und berühmter YouTuber bin. Ich stelle mir eine Chefeinpackerin ein, die dann immer so was machen kann. Nicht wahr, Schatz? Was? Ja, dann haben sie nichts mehr zu gucken, da hast du auch wieder recht. Aber ich hasse einpacken, das ist immer so. So, was nehmen wir da denn jetzt für ein Pack? Silber, nee, Silber ist. Da ist das Bettzeug für Josie drin. Meinst du nicht, dass Silber jetzt ein bisschen zu viel ist? Too much? Weil das ja auch so silber-orange ist? Rosa? Gold! Ich hab doch noch Gold! Einmal, zweimal, reicht nicht. Okay. Ich hab noch anderes, ich hab ja... Ich kann auch ein B machen, Mike. Einmal so rum und einmal so rum. Ich habe eine Idee. Wir machen das jetzt einfach mal. So wäre ich das Gold nämlich auch mal los, das Dicke. Das ist das, was Tigger angeknabbert hat übrigens. Also durchgeknippert hat. Das war mal eine größere Rolle und den Rest hat er ja mitgenommen. Hat er dann gefressen. Du erinnerst dich, die Spur, die bis in die Küche ging vom... Also die kurze Spur vom Schlafzimmer bis in die Küche. Müssen wir jetzt demnächst auch mal neue Babyschutzdinger holen. Nicht für unsere Tochter, die jetzt kommt. Nein, ich brauche Babyschutzdinger für die Katzen, damit die mir nicht an alle Schränke rangehen. Das ist ja schlimm mit den Viechern momentan. Nicht wahr, Schatz? So sieht doch auch ja nicht mal so schlecht aus. Ah, okay. Ja, sowas kannst du mal ganz gut. Damit habe ich keine Erfahrung. Ja, ne, dass man sowas machen kann. Ich habe vorher eigentlich immer nur Klebeband rum, bumm, fertig, aus. Du bist da beim Einpacken viel besser als ich, Hasi. Welche Kreativität? Ja. Du sagst immer, ich bin Grobmotoriker und ich gucke nicht hin und habe kein Gefühl für Farben und jetzt kommst du mir auf immer mit Kreativität.
Das ist ein Widerspruch an sich. Ja, muss man aber auch das Geschick haben, um diese umzusetzen und nicht zwei linke Hände wie Ecke. So, wo hast du denn? Ach, hier sind die, wa? Ach, so viele ist das gar nicht mehr. Oder hast du hier noch mehr? Ach, da ist noch. Nee. Nein, ist nur eins. Warte mal, dann machen wir das erstmal anders. Machen wir das hier erstmal. Ach, jetzt zeigt dich selber, er zeigt den Namen meiner Frau falsch geschrieben, ich bin nur bescheuert, ey. So, ein bisschen ausgebessert geht schon. Kannst schon erkennen, dass du das bist, oder? In der Mitte. Ich habe halt nicht so eine tolle Schrift wie du. Was ist das? Das sind die Geschenkanhänger. Oh, da muss ich auch noch mal ein Band rummachen. Ja, die sind da dazu. Und das sind Aufkleber. Und das sind so Stickers. Die man noch so Pfirsiche draufbacken kann. Als Deko. Wenn sie nicht runterfallen. Oh, kriegt Josie hier so eine Zuckerstange mit drauf. Zack. Und zu dem goldenen Geschenk, zu der goldenen Schleife passt auch der goldene Stern, den ich da hingelegt habe. Den hier? Goldenen Sternchen, ja. Ein bisschen too much, oder? Ja, wenn du das sagst, ich mach das so, wie du sagst. Nee, dann lass, wenn du das zu viel bist, nee, oder? Dann lass. Ja doch, dann kann man es besser kennen. Dann hat die auch ein Schönheit eingepackt. Ich weiß ja nicht, ob sie noch an Weihnachtsmann glaubt. Och, das ist doch wieder so eine schwule Scheiße, was die hier nicht abkriegst, ey. Ey, so hat, ey. Ja, siehst du, ich krieg das Papier ab, aber nicht, dass das klebt. Das ist doch was, das ist doch behindert, die Scheiße. Ja, dann lass es. Dann haben sie hier eine Sollbruchstelle, dass du hier knicken sollst, so. Und was passiert? Es biegt sich, aber es knickt. Also, es. Oh, so scheiße. Ich hab's, glaube ich. Es ist total scheiße. Sieht das gut aus? Oh, der hat einen Ditch hier gekriegt. Toll. Also Namen muss ich noch aufschreiben. Warte mal, habe ich nicht noch von meinem Timo, Dingst, wie heißt das Ding noch? Ja. Nee, ich hatte noch eine Rolle. So eine extra Rolle von dem Kleinen. Aber den habe ich, wo habe ich denn den hingepackt? Ich glaube, hier im Schrank. Das weiß ich. Nee, das ist Klebeband. Ach, ist ja scheiße. Bist du sicher, dass du oben noch so ein zum Schreiben noch so eine Seite hast? Ich habe ja hier so eine Zuckerstange. Kriegt sie hier noch eine Zuckerstange?
vom Christkind. Damit wisst ihr ja nicht anzufangen. So. Was nehmen wir denn da für ein Band? Nehmen wir nochmal Gold. Haben wir hier alles Gold, dann können wir hier nochmal Gold nehmen. Muss ich halt nur ein bisschen einknicken, dass ich hier durchkomme. Sind da nicht schon so eine Kordeln dabei? Also ich habe hier keine gesehen. Doch, eigentlich müssten die dabei sein. Nein, die sind hier doch. Auf der Rückseite. Aber hier müssten da noch welche mit bei sein. Dann habe ich hier irgendwo eine runtergeschmissen. Was ist das für eine Scheiße? Ich finde es nicht. Siehst du was, Hasi? Nee. Auf der Fußbode? Nee. Na, du musst schon gucken. Nein, du sollst nur von dir aus da gucken. Aber das sind zu wenig. Ja. Ach so, das ist ein ganz langes Band. Kann ich mir zurechtschneiden. Muss ja nicht lang sein. Sparen wir. Dann haben wir nämlich mehr für die anderen. Ach, das will ich nicht durchhaseln. So. Ups. So. Oh Gott, ist das ein Scheiß. So, eins haben wir, das war auch für Josie, war Herrn. Den mache ich hier ohne so ein Ding dran, obwohl hier habe ich ja draufstehen. Also, soll ich das so lassen oder trotzdem nochmal neue Dinge so ranbimmeln? Noch eins ranbimmeln? Ich bimmel noch eins ran. Mehr. Zack. So. Na komm her. Da haben wir doch. So.
Jetzt müsste es sein, genug sein, dass ich hier so machen kann. Besser als zwei Knoten. Schwule Scheiße will nicht. So. Ich hab's. Gut, aber ich werde trotzdem hier nochmal aufs Paket draufschreiben, falls es hier abgeht, dass wir wenigstens hier drauf ohne haben. Ja, so ein bisschen. Wenn ich hier doppelt dreifach drüber hier, geht schon ein bisschen. Ja, aber man will. Ich bin lieber gewappnet. Er sieht doch ein bisschen doof aus. Sonst. Ist das schon wieder? Das ist schön, Hasi. Guten Hunger. So, was machen wir denn jetzt? Ich habe jetzt nochmal so ein Glitzerpapier. Jetzt nehme ich was für die kleine Tochter hier rein. Da kann ich mal beide Bücher. Müsste so ja passen eigentlich. Hätte ich sie ja noch kleiner machen können. So. Ich habe auch gerade eine Idee gehabt, Hasi. Hab ich. Ich habe gerade eine gute Idee gehabt. Denke ich jedenfalls, dass er gut ist. Ich hätte die mal alle im Karton lassen sollen, die ganzen komischen Sachen hier, denn würde sich das auch einfacher verpacken. Einfach alle drin, in den Karton, einmal groß Band rum, Papier rum, klappt. Ja, mit den Unebenheiten, das ist hier echt bescheiden, dennoch ist er ein. Die ist dann ein paar Tage alt oder ein paar Wochen alt oder zwei Wochen alt, wenn es soweit ist. Da wird die schon nicht großartig was zu meckern haben. Meine ich mal, oder? Also? So, passt das hier noch? Ja, das passt auch noch. Das will ich aber anders haben. Ach, ja. Ja, und der gute Wille zählt, hast du mir mal erklärt. Und siehst du, der gute Wille ist da. Ich gebe mir Mühe und tut einpacken. Einpacken tun, genau. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache, Hase? Ich lege das einfach hin, lege das oben drauf und mache hier einmal rum. Was soll ich jetzt für jede einzelne Schleife machen?
Bist du bescheuert? Weißt du, wie viel? Echt jetzt? Ich glaube, nächstes Mal guckst du nicht mehr zu. So. Ich habe aber nicht mehr genug Gold. Ja, warte mal, ich mach das so. Ich muss ja hier auch aufpassen, ich kann ja hier nicht so dick machen, sonst reißt das hier. Dann kannst du dich demnächst dann wieder austoben, Hase, weil wir wieder neue Geschenkpapier brauchen. Kannst du wieder stundenlang gucken, was zu welchem Feiertag passt, was zu wem passt, Namensetiketten, alle drum und dran. Nicht wahr? Auf der Geschenkband passt zum Papier. Ja, du machst das. Du machst das. Ja, ne, Papier kannst du müssen wir holen und Geschenkband. Ja, das ist mir auch bald alles. Was? Und dein Klimbim-Zeug, ja. Zum Dekorieren. Du hast ja gar nicht geguckt, was ich da gebracht habe. Na doch, habt ihr gesehen, hier die kleinen Anhänger und so. Ach, ich mach dann gleich noch hier den zweiten gleich noch fertig. Ich habe jetzt nur den ersten Namen drin geschrieben von ihr. Ja. Vom Christkind. Nee, nicht vom Christkind. Kann ich nicht schreiben, mache ich nur Fehler drin. Da steht nur für und der Name. Bumm, aus, reicht. Vom Christkind. Nee, vom Papas Brieftasche. Was das? Ja, ist so. Oder nicht? Nein, es kommt vom Christkind. Es kommt von Papas Brieftasche. Das erkaufte Liebe. In dem Alter wissen sie noch nicht, was eine Brieftasche ist. Ihr schweige denn, dass die Eltern nicht holen. Da kommt der dicke Weihnachtsmann. Dann kommt halt bei uns halt der Weihnachtsmann und der Christkind. Ich habe aber keinen hier im Ort, der ein Christkind spielt und sagt, ja, ich mache euch das Christkind. Du brauchst doch keinen, der ein Christkind spielt. Machst du Fenster auf, schickst die Kinder weg. Machst du Tür zu, Fenster auf. Ist ja auch ein bisschen assi. Hm? Ist ein bisschen assi. Schön. Nee, da muss das Christkind schon richtig vorbeikommen. Nee. So ein verkleideter Hampelmann? Ja. Ob so ein Christkind oder ein Weihnachtsmann ist, ist doch gruselig. Das ist nicht gruselig, das gehört dazu. Befremdlich. Das ist auch nicht befremdlich, das gehört dazu. Das war immer so und wird immer so bleiben. Christkind mit Fenster auf dem Glöckchen. Fenster auf dem Glöckchen. Da kommt jemand her und überreicht die Geschenke. So wie es Tradition ist. Aber ist doch schöner, wenn man die Kinder sich verstecken lässt und unterm Baum liegt noch nichts. Und dann, wenn das Christkind da war, ist der ganze Baum voll mit Geschenken. Nicht der Baum, unterm Baum. Ja, mein Gott. Dann haben dann immer riesengroße Augen da. Aber warum kommt bei euch in Polen ein Christkind und nicht der Weihnachtsmann? Weil Jesus da geboren ist. Das ist ja auch alles Luch und Troch. Eigentlich ist er im Juni, Juli geboren, aber okay.
Wenn du willst, kannst du alles aufdröseln und kaputt machen. Ich mache doch nicht kaputt. Ich stelle doch nur fest, dass das alles ein bisschen komisch ist. Ja, und dann wird sie ausgelacht in der Schule, weil bei jedem kommt der Weihnachtsmann, bloß bei ihr nicht. Ja, außer bei Moslems, da kommt ja auch nichts. Da ist ja, was haben die? Haben die Moslems auch so was wie Weihnachten? Ich glaube, die haben sowas nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben kein Weihnachtsfest. Die armen Schweine. Aber dann beschenkt werden in der Schule und dann große Fresse haben. Na, Zeugen Jehovas, weiß ich, die feiern sowas auch nicht. Scientology, weiß ich nicht. Müssen wir mal Brad Pitt. Nee, Quatsch, wie heißt er nicht? Brad Pitt. Tom Cruise. Genau, oder Tom Cruise. Müssen wir mal Tom Cruise anschreiben. Hey, was feiert ihr? Feiert ihr überhaupt? Oder der von Pulp Fiction, wer ist denn da? Travolta. Ja, das weiß ich, ey, warum der bei den Scientologen ist. Ich verstehe es nicht. Na, die Weiber sind doch da auch fast alle Schauspieler. Weil denen ziehen sie ja kein Geld ab, die ziehen ja nur den normalen Geld ab. Und den Promis packen sie ja alle in den Arsch. So, jetzt haben wir hier noch dieses. Was nehmen wir denn da? Hier ist auch noch ein bisschen Papier. Das könnte da reinpassen. Ja. Ich kann nicht. Super leid. Ja, das ist, was ich abgeschnitten hatte. Ja, könnte passen. Passt. Passt, Wackel und Hartluft. Ist da eine Oh. Das passt noch. Das ist das Paket, das Papier, was ich auch für dich genommen habe. Da musst du so aufpacken, passende Brause nur falsch angucken, dann reißt das. Guck mal auf Anni, Pasi. Mhm. Mit eh mal gleich zack, bumm. Nee, das muss ich nochmal abschneiden. Scheiße. Das geht ja gar nicht. Och, ist ja kacke. Hab vergessen, da ist ja oben so ein Bimmelbammel dran. Da ist ja hier so ein Bimmelbammel dran. Sie nicht mehr liegen? Es ist jetzt schon wieder auf. Ich hasse dieses Style. Ich habe manchmal so zugeklickt. Also keine Streifen. Ich habe doch hier oben noch diese Zippel dran. Das sieht jetzt so aus. Oh, ich hasse diese Scheiße!
Mann! Zahlst einen Haufen Geld, damit das funktioniert und nicht funktioniert. Kriegst du nach als. Schwule Scheiße hier. Geht mir so auf den Puffer. So, jetzt ist das Metall hier hoch raus. Na ja. Können wir sowieso wegschmeißen. Oder ist es hier noch irgendwo? Irgendwo liegt hier Metall, jetzt habe ich so ein Metallding, was hier mit drin muss. Zur Verstärkung. Da ist es. Ja, das ist alles verbogen. Und das war vorher schon. Das war ich nicht. Ah, hinten ist die Plaste weggebrochen. Oder kommt das woanders? Ach, das kommt so rein, glaube ich. Ja, ich habe schon den Rest gegeben. Jetzt habe ich den Rest gegeben, ja. Schwule Scheiße. Ist doch nur zum Aufregen die Kacke. Ja, ein bisschen muss ich nur noch halten. Ich glaube, es geht nicht mehr. Na, siehst du, jetzt habe ich wenigstens einen Grund, neue zu kaufen. Ist kaputt. Ist kaputt, Hase. Gott sei Dank hängt das hier gleich alles hinter mir, ey. So, für wen war das? Für die Große. So, jetzt habe ich meinem Unmut kundgetut. Jetzt fühle ich mich besser. Was nehmen wir da? Dann nehme ich jetzt einfach rotes Band. Davon habe ich noch genug offen. Nein, nicht gerade das. Ach, also ich glaube, wir müssen demnächst hier komplett neues Band mal kaufen. Und dann aufpassen. Am besten auch auf so einen Rollen, hier auf so einen großen Rollen irgendwie. Und dann aufpassen, damit das sich nicht wieder. 4, 5, 6, 7. Dass es sich nicht wieder verhuddelt. Und weit wegpacken vor den Katzen. Weit wegpacken vor Tigger am meisten. Mausi macht sowas ja kaum. Hast du ja gesehen? Mausi macht sowas nicht mehr. Ne, Tigger, der frisst immer und der kotzt dann aus. Du kannst alle versuchen, so gut wie möglich wegzupacken. Der findet immer einen Weg, um da ranzukommen. Mhm. Was sagt denn die Swatch-Hase? 40. Was 40? Ja. Ist noch Zeit. 2015 Streamig. So.
klebig diesmal ran. Mit der mit dem Band, das ist mir gerade so ein bisschen zu doof. Mach ich ja jetzt. So. Noch eins fertig. Haben wir das jetzt bald geschafft, Hase? Wo? Das hier. Oh, nee, das packen wir nicht hin. Achso, hier, das habe ich ja auch noch. Und habe ich davon schon eins eingepackt? Achso, das hast du ja mit hochgenommen. Ja. So wird es ja einzeln eingepackt haben. Machen wir das nämlich anders, machen wir das jetzt so. Die müssen wir diesmal wieder in den Schrank packen unten, da sind sie am wenigsten kaputt hier. So. Ah. Machen wir jetzt erstmal das Kleine. So. Ups, dann habe ich doch ein bisschen zu groß gemacht. Minimal. Das ist minimal zu groß, Hase. Vielleicht mal drei Kreuze, wenn das hier alles erledigt ist. Da. So. Ich dachte, das macht dir Spaß. Ja, aber nicht bei so Fitzelkacke. Dann ist einfach nur nervig. Und wenn die alle so verschiedene Größen, Größen nicht, aber Form haben oder so komische Form außenrum, dann ist das echt nicht schön. Noch nicht dein Ernst hier jetzt. Die Nachbarn freuen sich, was ich hier an Papier zusammen donner. So, was habe ich denn jetzt hier drin? Kleine oder große Tochter? Kleine. Kleine, okay. Also. So lange, bis ich es im Video mal erzähle. So, jetzt brauchen wir hier noch das
Und das. So. Vom Christian? Nee, von der Brieftasche. Wie willst du dem Kind denn erklären, später? Wenn sie sagt, ach, der Christkind bringt doch immer tolle Sachen, dann kann sie auch mal was für 2000 Euro bringen. Wie willst du dem Kind erklären, dass der Christkind nur ein beschränktes Budget hat? Okay. Muss ja für alle Kinder auf der Welt reichen. Mhm. Ja. Und dann sagt sie, nee, bei den anderen kommt ja der Weihnachtsmann. Wann machst du dann? Nicht bei allen kommt der Weihnachtsmann. Bei vielen von denen, die sind zwei. Die denkt, du willst sie verarschen. Das sage ich dir jetzt schon. Bei mir zum Beispiel ist Thor rumgegangen und hat so kleine Sachen offen auf die Dings gepackt, auf die Fensterbretter. Mhm. 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2. Oh, passt schon. Zack. Ich habe aber nicht so viele Fensterbretter. Hast du nicht? Ja, das ist jetzt aber ungünstig, wa? Mhm. Aber du hast Fensterbretter. Ja, aber so schmale. Ja, dann gibt es halt keine großen Sachen. Tja. Dann hast du ja nochmal Glück gehabt. Doch kein Bügelbrett, wa? Das, wenn es hochkommt, ja, das passt von der Höhe nicht. Also willst du doch ein Bügelbrett? Nicht mal das so tolle, was mit den Lamas? Oder Flamingos? Aber du hast doch gesagt, wir brauchen unbedingt ein Bügelbrett, hast du gesagt. Ich bügele nicht. Warum bügelst du nicht? Weil ich keine Bügeltante bin. Aber du hast doch gesagt, wir brauchen ein Bügelbrett. Ich hab nichts zum Bügeln. Aber du hast gesagt, wir brauchen ein Bügelbrett. Ja, das war wie eine Aufforderung. Schatz, kauf mir ein Bügelbrett. Und das habe ich gemacht. Steht bei Mutti. Das kriegst du nicht verpackt. Das packe ich nicht ein. Wisst ihr, was da am Papier drauf steht? So, jetzt haben wir hier noch. Topset? Ne, weißt du, wie teuer ein Topset ist? Das hast du dir noch nicht verdient. Ne, noch ist die Tochter nicht da. Wenn sie da ist, dann unter Qualen geboren, dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber bis jetzt ist er noch nie da. Ich? Mhm. Weil ich der Odin bin. Und weil ich lieb bin. Du hast ja auch Sachen so schon verdient, Hase. Alleine, weil du mein Hase bist, aber... Ja. Aber ein Topset ist das nicht wert. Ein Topset ist das nicht wert, ey. Hast du mal geguckt, wie teuer ein Topset ist? Außerdem weiß ich da ganz genau, das hast du schon mit mir gemeckert. Den Topset will ich auch nicht. Natürlich nicht. Warum nicht? Das ist aber was mit einem. Wüsste ich, ah, du hast keine Töpfe, du brauchst Töpfe. Ich habe Töpfe. Hast du nicht? Wenn der Küchenschrank ist. Ja, aber ich nicht. Ja, dann kauf dir doch
dem Topset. Ach nee, das kannst du dir gar nicht retten. Genau. Es geht ja darum. Es geht ja darum, dass du kochst ja dann immer, Hasi, weißt du? Und da habe ich gedacht, kaufe ich irgendwann mal ein Topset für mich, dass du hier schön kochen kannst. Für mich und unsere Tochter. Ist das nicht toll? Ja. Obwohl du sagst, du machst es nicht. Und du hast gesagt, du willst aufhören, für mich zu kochen. Ja. Warum? Was esse ich denn dann? Ich habe es verdient, aber sowas von. Warum habe ich das vorhin nicht so hingekriegt, ey? Das ist das, was ich die ganze Zeit machen wollte mit dem Überlappen hier. Und nichts habe ich hingekriegt. Klebeband brauchen wir auch neues, Hasi. Kannst du auch schon aufschreiben. Nee, ich brauche ja auch neues hier unten, allgemein. So. Was nehme ich denn da jetzt nochmal für ein Band? Wir haben hier, ach, so ein bisschen Rot haben wir noch, dann können wir das ja gleich mal aufbrauchen hier. Ich glaube nicht, dass ich die Eulen verpacken werde, Hase. So, einmal. Ist doch nicht. Schwule Scheiße hier. Zweimal, einmal, zweimal, dann einmal, zweimal. Hm? Aber dann weißt du doch gleich, was ist das? Ja. So schlimm ist das ja jetzt nur auch nicht. Oder? Hm. Weil ich, da ist da dafür Papier drauf, geht, nur dass ich das einwickeln kann? Hm. Denk doch mal an unsere Umwelt. Was lasst denn da? Das ist ein Widerspruch. Wieso? Da widersprichst du. Du sagst hier ein Billigstrom. Und jetzt willst du es nicht verpacken wie ein Umweltpapier? Ja. Irgendwo muss man ja auch mal Abstriche machen. Ein Geschenkpapier. Ja. Nicht beim AKW. Nicht beim AKW. Ist ja was anderes, da profitieren ja mehrere von. Wenn es strombillig ist. Nicht so wie die grünen Trottel das wollen, aber ich verstehe auch nicht, wer die wählt, wer die wollen. Also wer von euch das Video guckt und die Grünen gewählt hat, ich würde echt gern mal wissen, warum ihr die gewählt habt. Also erstmal schreiben, ja, ich habe Grün gewählt, wäre toll. Und dann würde mich interessieren, warum wählt man so eine Partei? Warum wählt man eine Partei, die eigentlich gegründet wurde, Antikriegspartei. Und unter Fischer, sobald die was zu sagen hatten, zack, ja, machen wir. Scharping gleich Scharping Bescheid, der sagt, ja, wir ziehen mit in den Krieg. Das würde mich echt mal interessieren. Weil wer normal bei Verstand ist, Kann die doch nicht wählen. Ich fand die früher mal toll, aber da, wo sie sich dann verraten haben mit dem Kosovo-Krieg, da hat er nicht mehr. Ich fand auch die Linken toll, auch mit Gysi, auch der hat der Reden geschwungen, der Gysi. Den fand ich toll, der hat gequatscht, wie ihm die Schnauze gewachsen war. Den fand ich klasse. Und die, wie hießen die? Ach, Regine Hildebrand aus Potsdam, die war auch geil. Die fand ich gut. Und jetzt guckt sie euch an. Diesen Namen noch beschreiben. Hab ich doch schon. Achso. Von Kati. Ja. So. Wartet jetzt, Hase? Sag bitte ja. So, ich glaube, wir haben es. Ach nee, wir haben das noch. Mhm. Scheiße, wie soll ich denn das einpacken? Das ist ja. Das sind die Eulenaufkleber. Das ist ja genauso. Gibst du mir nochmal das Klebeband rüber, das Dings rüber? Hey,
Welches? Na, das ist die Rolle da. Komm, du schaffst es. Sei nicht so träge. Dann nehmen wir das nämlich hier. Gleich nochmal. Ja. Noch einmal. Ich weiß. Entschuldigung, Leute, dass ich euch jetzt gerade zudecke, aber es ging nicht anders. Ich hab da eine Idee gehabt, pass auf. Roll das ganz aus. Hörst du sie? Nee, ist nicht zu kurz. Hab Vertrauen zu mir. Ich weiß, du hast nie Vertrauen zu mir, aber da kannst du jetzt mal vertrauen. So. Aber da mache ich keine Schleife rum. Das verzieht sich nur, dann verzieht nur das ganze Papier und so. Ah, Scheiße. Egal. Na Scheiße, die Ecken. Weil es so dünn ist. Hast du schon welche hochgebracht? Der Akku ist ja auch fast leer von meiner Kamera, also muss schon fast 2 Stunden sein, was ich hier aufnehme. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal. Dann klatscht ein paar Sterne drauf und dann ist gut, oder? Ja, mach ich auch. So. Die müssen ja auch weg, die Sterne da. Gut. Gut, dann erstmal brauche ich noch ein Schild. Sind die jetzt alle runtergefallen? Ja, ganz toll. Oh, haben aber noch ein Schild hier. Dann schreiben wir Namen ruf.
War euer teuer noch, was ich jetzt hier alles eingepackt habe. Also nächstes Jahr wird Weihnachten nicht so teuer. Da gehen wir nicht so viel aus, wa, Hase? Nicht wahr, Hase? Du musst schon mit mir reden, wenn ich mit dir rede. Ich habe gesagt, nächstes Jahr Weihnachten wird nicht so teuer. Mhm. Was? Ja. Du pennst ja doch schon wieder. Werden wir sehen, ne? Wie werden wir sehen? Klar wird nicht so teuer. Was da für Wünsche kommen? Von Josie? Ein Smartphone will sie. Kann sie vergessen. Dafür sind wir zu klein. Kann sie ankommen, wenn sie in einer anderen Schule ist. Nicht Grundschule. Grundschule finde ich, ist das noch. Was eben so wie die mit ihr, auf ihr Zeug aufpasst, kaufe ich Kind oder gebe ich ein teures Smartphone. Na, mach ich doch liebevoll. So, noch eine? Dann mache ich hier noch so eine glänzende. Ach, das ist schon wieder so ein scheiß Ding. Also die kaufst du bitte nicht mehr, Hase. Hab ich von Geiz mitgenommen. Die sind kacke. Gut, jetzt geht's besser. Aber immer noch kacke. So. Reicht das so? Nee, viel zu wenig. Viel zu wenig? Noch so einen weißen hier? Die sind doch keine goldenen mehr. Da doch so einen halbgolden. Ja. Ja, dann sind die alle weg, dann hast du nichts mehr. Dann kauf ich neue. Kaufst du neue? Die müssen weg. Wieso müssen die weg? Werden schlecht. Ich sag, kann man sie nicht mal benutzen lassen. Ja, wird schlecht. Du musst mal. Ich hab kein Geschenkkörbchen mehr dafür. Ja, du kaufst. Dann kaufst du welche, wo dazu passt. So. Ist da nicht noch ein? Na, Silber habe ich noch. Ne, doch, einen goldenen habe ich noch. Ja, mach den goldenen auch. So halbgolden. Echt. Okay, Hasi, wenn du das sagst, dann mache ich das. Ja. Mehr ist mehr, weißt du? Früher war mehr Lametta. Mehr ist nicht immer gleich schön, Hase. Hast du mir doch selber noch erklärt. Der kommt drauf an, ne? So, was sagst du? Na, jetzt musst du noch einen fünften da unten. Oh, ich hab aber nur noch einen silbernen. Ja, scheiße, ja, bleibt so. Boah, sei doch nicht Päpstler, er ist ja Papst. So. Jetzt werden wir aber noch zur Sicherheit. Dann packe ich ihn das dann erst weg. Noch hier schnell raufschreiben. So. So, das nehmen wir mit hoch. Ich schreibe nämlich jetzt noch überall den Namen sicherheitshalber rauf. So, das war für? Ja. Baby. Das auch für Baby. Aber da hält nichts hier. Ich teste das mal gucken, was. Ja. Hier ist Name drauf. Da habe ich auch aufgeschrieben. So, dann haben wir. Das ist für die Große 2.
Den Controller hast du schon mitgenommen. Ist 3, 4, ja, 4 Sachen für die Große. Die ist hier unten drin. 1, 2, also die Bettwäsche, das Bastelset, die Eulen, ja. Der Controller und das andere Bastelset. Das ist ja hier. Siehst du, dann haben wir 5. So. Und für die Kleine, 2 Bücher. 2-mal davon was. Das sind 4. Tetris, damit kann sie noch nicht anfangen, aber trotzdem hat sie erstmal 5. Ja. Und dann oben noch der große 6. Nee, der große ist ja für deine große Tochter. Nein. Ach, oben? Oben bei dir. Ich dachte, das ist, was du jetzt gerade oben draufgelegt hast. Ach so, nee, das hat sie ja schon dran. So, wir haben es geschafft. Der Akku blinkt, wir sind fertig. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wir haben jetzt alle Geschenke eingepackt. Ich werde gleich den Akku-Owner wechseln und hier dann noch ein Odi mal shoppen machen, weil da ist noch ein bisschen was zusammengekommen, was ich vergessen hatte. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's turn.